Leute, Servus erstmal. Ich habe jetzt gestern auf meiner Fanpage was hochgeladen. Ich habe jetzt die Rückleuchten so umgebaut, dass es die US-Version ist. Und wie ich das gemacht habe, mache ich jetzt trotzdem mal ein Video darüber, weil ein paar Kommentare drauf gekommen sind auf der Fanpage. Und ja, die meisten wollen den Unterschied wissen und das zeige ich euch heute mal und auch wie man es umbaut. Ja, dann seid mal gespannt und schaut zu. Ja, an der Rückleuchte selbst verändert sich jetzt nichts. Hier hat man ja das normale Rückleuchtenlicht und hier ist ja dann das Bremslicht mit hinnen. Und da ist original eine Zwei-Fadenbirne drin, die in der US-Version auch mit als Rückleuchte leuchtet. Und das zeige ich euch jetzt mal, wie ich das umgebaut habe. So, jetzt hier ist die Platine. Da habe ich jetzt ein Kabel dran gelötet, wo jetzt hier zum Bremslicht geht. Das Bremslicht besteht original schon aus einer Zwei-Fadenbirne, also eine 5 Watt Glühdraht und einen 21 Watt Glühdraht. Also in der US-Version ist hier dann diese Platine weiterführend. Werde ich mir auch bestellen. Ich kann euch die Teilenummern mal in die Infobox geben, wer sich das Original nachbauen möchte. Ich habe das jetzt hier bloß mit einem Kabel verbunden, um zu schauen, ob das auch funktioniert. Wie gesagt, ich werde es mir noch original kaufen. Ja, wie habe ich das gemacht? Ich hätte jetzt hier an diesen zwei Fadenbirnen auch das Kabel anlöten können. Wollte ich jetzt nicht so. Ich habe mir jetzt hier innen ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Stück Metall an dieses Kabel gelötet. Das war vorher so ein Pin, wo man wo einpinnt, das Lötzinn drauf, dass es Kontakt gibt und auch so gemacht, dass es nicht an den anderen Kontakt drankommt. Und ja, sozusagen, es war so eine Ringöse, die kann aber nicht so weg, die kann aber auch nicht so weg, also sozusagen hat sie immer Kontakt. Ja, machen wir das mal rein. Jetzt zeige ich euch mal, wie das in Funktion aussieht. Ich mache jetzt mal kurz das Licht an. So sieht das dann in Funktion aus. Hier die normale Rückleuchte, wo jetzt hier in der Mitte leuchtet dann. Und das ist jetzt normalerweise das Bremslicht hier. Der Faden, der andere, wo noch nicht leuchtet, ist dann Bremse. Wenn ich auf die Bremse drehe, dann leuchtet der sowieso heller als jetzt diese 5 Watt. Ja, das ist dann sozusagen die US-Version, dass das komplette, die komplette Rückleuchte komplett ausgeleuchtet wird. Also ich sag mal, im Straßenverkehr, wer jetzt nicht weiß, dass diese 5 Watt Draht oder diese 5 Watt Birne mitleuchtet, fällt das nicht auf. Das müsst ihr dann aber euch selbst überlegen, ob ihr das nachbaut, weil da kann man jetzt nicht irgendwie mit einem Schalter das ausschalten. Obwohl in meinem vorigen Auto, das war ein Citroën, da war jetzt auch dieses normale Rückfahrlicht oder der Rückfahrscheinwerfer, diese Birne, so eine Zwei-Fadenbirne, und da hat die eigentlich auch immer mitgeleuchtet. Wenn ich gebremst habe, war ist die halt stärker aufgeleuchtet. Also ich sag mal, im Normalgebrauch würde das nicht wirklich auffallen, ob das jetzt US-Version ist oder die europäische Version. Das müsst ihr aber euch selbst überlegen, ob ihr das nachbaut. Wie gesagt, hier ein Kabel anlöten. Hier mit, entweder wenn ihr euch nicht sicher seid, an die Birne löten, wenn ihr da euch sicher sein wollt. Oder halt hier so einen kleinen Kontakt, wie ich mir gemacht habe. Am Ende des Videos werde ich nochmal ein paar Bilder einblenden von der Funktion, wie es bei der Dunkelheit aussieht. Und auch nochmal Bilder von den gelöteten Kontakten. Ja, das war's jetzt wieder von einem kleinen Video von mir. Und ja, ich hoffe, ich konnte diese Zuschauerfrage erklären, wie man sowas umbaut. Ich wünsche euch was. Servus und ja.